Und auch anzuerkennen, dass wir, und ich gehe noch einen Schritt weiter, dass wir sogar das, was wir so gerne machen, dass wir das Recht und auch die Pflicht haben, da voll reinzuspringen. Mhm. Also, dass wir das noch viel mehr machen dürfen. Dass wir noch, also wenn ich gerne Vorträge mache, dann mach ja, viele Vorträge. Wenn du gerne schreibst, dann mach das, ja. Also, das wirklich so viel zu machen, oder so wie Stefanine, ja, zum Beispiel im Mountainbike fahren. Ja, dann fahr halt, bis du umfällst, ja. Mach dein auch. Genau. Zum Beispiel, ja, oder andere, die ich kenne, die einfach ihr Ding machen, bis es einfach, ja, dass es einfach so grandios sein darf. Mhm. Das ist etwas, das wir noch nicht so drauf haben. Schon, das ist was so ein allgemeiner Glaubenssatz ist. Also, dass Arbeit muss auch wirklich mit, es muss auch ein bisschen anstrengend sein. Also, es darf nicht zu viel Spaß machen. Es darf irgendwie, ne, so, das sind alles, ist alles noch so, obwohl man sagt, ja, du musst Freude haben, ja. Aber im Grunde, ganz tief in uns, wenn ich sage, hey, ist so ein geiler Tag, ich durfte das und das und das und das machen, ja. Und das ist für mich Freude, mhm. ja. Wo ich nicht trennen kann, ist es jetzt irgendwie das berufliche Wirken, ja, oder ist es mein Privatvergnügen, in Anführungsstrich. Das anzuerkennen, dass das, dass wir das dürfen, dass das genau auch so wunderbar ist, das ist etwas, was wo mir auch am Herzen liegt, das immer mehr auch auszutragen. Für mich ist spannend, was möchte ich eigentlich in die Welt hinaustragen? Mhm. Ja? Also mit was möchte ich mich beschäftigen? Mhm. Und das kann sein, dass sich das in einem Hobby irgendwie zeigt, das kann aber durchaus sein, dass das sich auch schon in meinem beruflichen Wirken in irgendeiner Form zeigt. Mhm. Ja? Vielleicht sogar an dem Platz, wo ich gerade bin. Mhm. Ja, ich kann mir Hobbys anschauen, aber das ist für mich nicht immer also der Weg. Ja? Mhm. Der Weg ist eher zu schauen, was möchte ich geben. Also das Wort Gabe kommt mhm. ja nicht für umsonst. Also geben, Gabe, Lebensaufgabe, das mhm. hängt ja alles von dem zusammen, dass ich etwas in mir habe. Ja? Also ich kann dir nur etwas geben, was ich habe. Mhm. Und die Frage ist also für mich, was will ich geben, was kann ich geben? Und das, was kann ich geben, was will ich geben, hat damit zu tun, was mit Freude zu tun hat. Mhm. Ja? Und wenn ich etwas mit Freude gebe, dann bin ich schon dem Thema Berufung ziemlich nahe. Ja. Ja? Und das zu verknüpfen, und von daher halte ich ja auch nicht so viel, weil viele Menschen gehen ja auf den Weg und sagen, ja, ich will irgendetwas vielleicht im spirituellen Bereich machen oder so. Dann machen sie irgendwie eine Reiki-Ausbildung. Eine, keine Ahnung, was für Ausbildung. Und das. Und dann da noch irgendwie das und das. Und keine mhm. alles Mögliche. An Ausbildung, Weiterbildung und sonstiges. Und sind dann völlig verwirrt. Und solche Menschen landen dann bei mir und sagen, ich habe schon so viel gemacht, ja. Mhm. Und zählen mir dann auf, denke ich, um Gottes Willen, so viel habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. ich weiß immer noch nicht, was es ist. Version of